Das Mikro vom Handy ist gut genug. Ich habe auch externes, aber das funktioniert am Handy. Außerdem müsste ich das dann hier anschließen. Weil da ist der Anschluss. Ist ja blöd. Ja, und man kann irgendwie über USB-C kein Dings anschließen. Scheint echt witzig zu sein da drüben. Wenn man wird da hinter dir laufen, jetzt ist das in der Kamera, der hinter dir winkt. Bitte mir putzen, ich kann nicht laufen. Content. Quality Content. Nasen Quality. Oder was anderes. Das ist jetzt bisher Plura. Kian ist da. Mit haben wir heute das gleiche Bild nochmal. Warte, ich guck mal mit rein. Sehr gut. Das ist halt die Fernseh. Hallo. Das ist ein interessantes Ding. Werbung. Krosso, stehe noch in einer Schlange. In was für einer Schlange stehst du denn? Wo gibt's denn hier Schlangen? Crowley, Hallöchen. Schon 2, 6 sind schon. Bei 10 stehe ich auf. Welche Schlange, ja. Es gibt da eigentlich... Wo gibt's denn? Final Fantasy gibt's eine Schlange, bei Zombies gibt's eine Schlange und bei... Stimmt, aber ich weiß, nee, bei Fallout ist keiner, da kannst du auch so rumgehen. Da kannst du einfach so, also Dings will keiner spielen. Ich habe noch sehr viel Fläche frei, ich habe gesehen, oder erst eine Toilettenschlange. Ja stimmt, der Burgerladen ist auch voll. Final Fantasy war nur die Hälfte und dauert dennoch. Cosmo steht bei Final Fantasy. Ah, okay. Können wir eigentlich den Tiger nicht mehr? Das sehen wir heute nicht mehr. Der steht dann auch bis morgen. Also, das ist gerne. Also, ja. Aber wir sind ja alle geschickt. Das war bei dir. Angelgen, Allusion. Ist ja gut, dass du das. Ja. Ist ja noch ein Stream aufpassen. Wer sind die Dinger noch? Da ist der Flamongo zu sehen. Beziehungsweise die beiden Flamongos. Luni, Hallöchen, warum wolltest du dich hier hinlegen? Das ist mitten am Tag und die Sonne scheint und das Wetter ist fantastisch. Schau, wie schön das Wetter hier ist. Wetter ist voll gut. Oder so. Wir gucken jetzt einfach Decke. Die Kors auf Kopfschmerzen, nur dann leg die mal lieber hin. Hatte ich gestern auch ganz viel. Mal lächeln und winken, genau. Macht alles besser. Because of Kopfschmerzen. Wir werden weniger, also ich stehe echt erst bei 10 Leuten auf. Stell dir mal vor, was hier los wäre, wenn die ganzen Klappen nicht wären und wir hier alles voll. So, gleich drin.
Anne rufst, wie geht's euch so? Was habt ihr gestern so Schönes gemacht? Was habt ihr heute so Schönes gemacht? Erzähl doch mal, außer Kopfschmerzen haben. Ja, wir gucken jetzt aber Menschen, die laufen, bevor ich selber laufe. Ja, okay. Ja. So, nicht einschlafen. Ja, solange mit den negativen Reizen ist das sowieso. Da ist der Kuhn ist auch hier. BlizzCon geschaut, genau, was sagt ihr zu Diablo 4 und Lilith und den ein Mädel? Das ist auch nicht der Bewanderer. Kein Platz für Chips, die nimmt man, Chips sollen ja nicht auf dem Tisch, die sollen in den Mund. Also wozu brauchst du Platz auf dem Tisch? Verstehe ich nicht. Diablo 4 wurde angekündigt gestern, ja. Und World of Warcraft Shadowlands und Overwatch 2, gestern auf der BlizzCon. Oh, guck mal, der hat eilig. Oh, der muss ganz schnell auf Toilette. Haben wir den gesehen? Oh, der ist auch voll lang geflitzt. Diablo 4, und da sollst du dich hinlegen? Ja, Diablo 4 gab es ja gestern schon. Es gibt einen 10-Minuten-Trailer. Und dann gibt es auch schon Gameplay zu sehen. Ja, Overwatch 2 mit Singleplayer-Kampagne. Und neuen Outfits und neuen Charakteren. Pyro, hallöle. Wobei Overwatch jetzt nicht so meins war, also ich habe zumindest, ich hab's auch für alle Plattformen, soweit ich weiß, weil Blizzard, der bietet das ja, wenn du es auf einen kaufst, auf einen kannst du es dann ja spielen. Diablo 4 muss man mal schauen, ob der besser wird als der dritte, weil den dritten fand ich doof. Tschüss, Kuhn! Na. Guck mal, zwei Leute noch, dann stehe ich auf. Genau, Overwatch 2 wurde gestern angekündigt, gibt auch Trailer und Videos und Präsentationen zu allem. Also, und Diablo 4 sieht auch gut aus und zum ersten Mal ist quasi nichts Weibliches, nichts Männliches das Böse, sondern Lilith, so Mutter aller Dämonen und Bösen. Achso, okay, jetzt sind wir wieder weniger, also irgendwie wird das nichts, wenn wir aufstehen. Toll, jetzt kriege ich Messages. Und ich habe mir einen Kaffee aus dem Schlumpfenland geholt, der war sehr klein. Also, wo ist meine Kamera da? Also, der ist wirklich. War gut. Ist so, Looney, ist so. Und der vierte Teil von Diablo zeigt das. Ist aber auch ein sehr geiler Trailer. So. Sieht interessant aus. Also, der Cinematic Trailer ist sehr cool. Vor allen Dingen dachte ich, okay, 10 Minuten. War schon so ein kleines Filmchen. Ein kleiner Kurzfilm. War aber gut gemacht. Und auch das Gameplay sieht bisher Diablo-like aus. Also keine große Überraschung, wie das Spiel aussieht, aber es sieht gut aus. Also ich glaube auch nicht, dass da irgendwie großartig was Neues am Spiel geändert wird, sondern einfach nur gut umgesetzt wird. Und hoffentlich besser als im dritten. Ja. Ja, ich auch hier. Bitte? Dann hol dir doch einen Vogel. Ach, die sind da. Ja, echt maximal 40 Kilo so. Und die sitzen da zu zweit drauf. Ja. Oh, komm. Ist so. Und ich bin in der Böse, der das kaputt gemacht hat. Ich hol dir sonst den Flamongo von hinten, den kleinen. Ein kleiner Flamongo, ein Einsitzer Flamongo. Zehn. Frappy Hallöchen. Frauen sind alles übel. Anklopfen, ja, 10. Okay, 10, das muss aufstehen.
versuche mal aufzustehen, ohne zu sterben. Oh, elf, jetzt muss ich schnell aufstehen. Dann muss ich gleich Mülleimer suchen. Ja, man sieht den Schatten von der Person drauf. Tschüss, ich laufe mal kurz rum. Mavic ist auch eine Muschi. Hallo Mavic. Guck mal, jetzt ist ein Vogel frei. Vogel frei. Oh, guck mal. Dann gehen wir mal gucken. May one week. Achso, ihr steht auch auf. Gerade als Sven sich hinsetzen will, steht ihr auf. Ja. Ihr seid so gemein. Ihr seid ein Haufen böser Menschen. Mark, wir werden dafür bezahlt, hier mein zu sein. Von wem? Ich will das auch. Mark, wir werden dafür bezahlt, hier mein zu sein. Ich will auch bezahlt werden. Frappy, Lizzie, ich soll Hallo von Frappy sagen. Hallo, Frappy. Da. Hallo. Die ist so klein. Die passt nicht hier, die passt nicht ins Bild. Ungefähr so groß ist sie jetzt. Ja. Deine Mama ist so fett, die passt nicht ins Bild. Ich habe heute leider kein Einhorn, was wir aus Perspektiven verfolgen können. Weiß gar nicht, wir laufen einfach mal rum. Und hier ist so ein Stand, hier kann man Spiele lernen, aber hier spielt irgendwie keiner Spiele, die man lernen kann. Ein Stand weiter haben wir PUBG-Training. Also hier ist so ein Trainingscamp, Watch and Learn, EGX. Da haben wir Brettspiele. Also wenn wir gleich wieder unter 10 sind, setzen wir einfach auf den Fußboden. Warte, ihr seid Streamer? Seit wann habt ihr Beine? Wir haben keine Beine, wir schweben. Wir haben so... Da ist PUBG Personal Training, da erklärt er gerade, hey, das ist ein Rucksack, da kann man Sachen reintun. Kennt man ja. Okay, es sind 9, ich setz mich hin. Warte. Wer hat Beine? So, was haben wir hier Schönes? Menschen. Die rollen auf Gamingstühlen. Sommerchen, Hallöchen. Nee, wir haben so, ihr kennt auch Star Wars, Yoda, hier diese Schwebestühle. Oder? Ist auch schön, hier ist wieder der ADAC, der jeden voll quatscht. 9, hinsetzen, 11. Bisschen der Stranding-Werbung. Bisschen Essen. Bisschen mehr Essen. Hier vorne ist irgendwie ein bisschen Cosplay. Sommerchen, wie geht's? Hattet ihr alle bisher ein schönes Wochenende? Es sind einfach so Menschen, mehr Menschen, oh mein Gott, echte Menschen, ja. Und sie haben, viele davon haben einfach Beine. Also ihr seht echte laufende Menschen hier. Das ist fantastisch. So, da geht's nach draußen, da wollen wir nicht hin. Da ist noch draußen. Da vorne gibt's Kissen, falls jemand ein Kissen braucht, gibt's Kissen. Da unten ist ein Stitch-Pullover. Und ich habe immer noch keinen Mülleimer gesehen, nur ich habe Müll in der Hand. Sind für mich Abfall. Ja, nehmen ja auch nur Platz weg. Beine nehmen nur Platz weg. So, hier ist irgendwie so Tournament Gaming Gedönsbereich. Ich glaube, hier gibt es auch so PUBG-Loots. Ich weiß nicht, wo es die gibt. Auf jeden Fall liegt da vorne so ein Drop. So ein PUBG-Drop, ich glaube, den kriegt man auch hier, wenn man irgendwie einen Gewinner-Squad hat oder so. Dann kriegst du so einmal so einen Drop, klein, und so ein Mauspad, so ein großes und so ein Gedöns. Da haben wir Podcast und Quatschspiele. Na, mir ist nicht so. Ich habe einen Ellbogen, okay, bin ja, oh. Und eine Erkältung, gute Besserung. Was ist denn draußen? Genau, deswegen bleiben wir drin. Da sind Menschen essen. Messende Menschen, essende Menschen. Die haben Soft-Eis. Oh, Soft-Eis ist ja auch cool jetzt. Wo gibt's denn hier Soft-Eis? Da vorne haben wir einen Pappdrachen. Auch schön. Da drüben gibt's Burger und Werbung für School for Games. Da hat jemand ein großes Scharfschützengewehr dabei und leuchtet ein bisschen. Und Schweinsmann und Lizzie seht ihr vielleicht auch. Ich sehe sie nicht, da hat nämlich der Chat im Bild.
Ja, das ist so die Eingangshalle mit so ein bisschen Merch und Food und Gedöns. Oh, Sommerchen, gute Besserung. Dann ab hinlegen und genesen. Ja, soll sie doch. Dann geh doch auf Toilette. Dann geh doch zum Netto. Ich hab immer noch keinen. Ah, da vorne ist Müll. Ich geh kurz zum Mülleimer. Mülleimer! Wird bewacht von Jedis. Die Müllabfuhr Jedis. So, das war aus der EU-Perspektive Müll weg, ja. Was haben wir hier? Wo in Berlin ist das denn? Station Berlin. Also das heißt wirklich Station. Das blöd, ich muss heute noch 500 sein. Okay, warum das? Warum muss es denn fertig gewesen bis dahin? So. Einfach geht's. Ja, naja, entsprechend ist nicht schwer. Ich kenne den Ursprung. Vielleicht sollten wir in der Nähe der Toilette bleiben, nicht, dass sie verloren geht oder so. Das war früher noch ein Wurschel, rennt hier eigentlich rum, dass ihr überhaupt an uns vorbei hier rannt seid. Irgendwie die ganze Zeit mit Wurzel vorne warten. So, hier sollte man uns finden. Okay. So, da sind Menschen, da laufen Menschen. Das sind übrigens die Beine. Der untere Teil der Menschen sind Beine. Wahrscheinlich auch schon mal bei Patienten gesehen, Luni, würde ich mir vorstellen können. So. Und morgen müssen wir mal hier versuchen, Cyberpunk und die Präsentation anzugucken. Die ist hier irgendwie morgens um 10, also muss man direkt morgens herkommen, durchsprinten, in die Präsentation laufen und nicht verschlafen. Ja, Luni, oder triffst du nur Patienten ohne Beine? Da vorne rennt Lara Loft rum. Ja, da mit Fischkopf. Ja, die war gestern schon da, die gute Frau. Ja. Das ist so schlimm, man kennt den Namen, aber. Das ist doch nicht Lara Loft. Hä? Doch, die ist so klein. Naja, aber das ist nicht Loft. Die Züge passen nicht. Doch, das ist sie. So, doch, jetzt passt sie. Ja, will mit ihr von der Wurzel sein. Jetzt passt es komischerweise auch wieder. Wenn sie so geht. Sie hat eine typische Pose, deswegen die ganze Zeit so nicht. Dann ist das eben Fischkopf. Ja, ist es auch. Ich habe auch ihn erst erkannt und nicht sie. Ja, Organic. Oh, Organic, Hallöchen. Das ist der Joker. Da. Einfach da und Bild durchlaufen. Ja, sonst ist es nicht schlecht. Ja, gut. Da kommst du nicht ran, glaube ich. Ist mir beim Sänger relativ egal, wie das ist. Cassin Gate, hallo. Wem wird man wirklich Jana live treffen ohne der Manuka? Wer? Manuka. Sie hat einen echt geniale Skyrim. Boah, Angenik, wie geht's dir? Top Timing, ja. Hast du doch abgepasst. Hast du doch so vereinbart, dass das klappt. War wahrscheinlich auch nur für die Cyberpunk-Gedöns hier. Und dann wieder weg. Los, Lara. Jetzt hast du gerade echt Lara Loft verpasst. Ganz schlimmer was. Da hat jeder so seine unterschiedliche Reaktion. Die eine, oh Lara! Und die andere so. Ja, Organic hat sich voll gefreut. Ja, Organic hat sich gefreut, ja. Ich hab's dir gerade gesagt, nimm mich mal hier an. Oh, der sah ein bisschen aus wie Kyro, nur mit richtigem Bart. Ich hab gerade gesagt, hä, der ist mal Luca. Was ist hier los? Das
bei ihrem Stream mal die Musik mit zuhören. Jetzt geht's ja super, Tag gerettet, auch gerne, gern geschehen. Gern geschehen. Irgendjemand fehlt. Ah, Ola, der ist für kleine Mädchen. Ah. Das ist bestimmt wieder voll. Der ist jetzt schon zu uns. Hallo, Chat. Nee, die anderen sind alle so 2,50 Meter groß. Das liegt nicht an mir. Streaming? Yes. What's your... Ank. A.N.K. Ja, wann trifft man sich schon mal von Streamer zu Streamer live? Diese kleinen Kinder, die man so abgesehen von euch beiden, die dann zu Hause in einem Streamer in einem Leben. Yes. Kinder, wenn wir eure Spielzeuge austauschen. War das eigentlich auch ein Feuermonitor so komisch? LP. Yes. Yeah. Und your name? My name is... Yeah. This is my second time streaming like this. Mm-hmm. It's a different kind of streaming, so in Germany. Yeah. We need to organize everything. So I forget my cards. I got my cards. Yeah. Thanks. What are you streaming? Just ETX or something. And then you're not real life streaming? Maybe TFT, Apex Legends, nice. League of Legends. Competitive and gameplay. Maybe one new game that will come out later. Mm-hmm. Because the developer asked me to stream it. What's the name of the game? I think Lost Wings. It's right there somewhere. Ah, okay. It's on the other side here. On the other side with the Xbox controller and the... Oh, was it the I will look later. No, it's like a dodging game. It trains your way. Okay. Okay. So if you can set up a high score, you can get a t-shirt. Ah, okay. Yeah, and maybe ask them they could give you just say that you are streaming. Yeah. Okay, I will try. Thank you. Sorry? No, affiliate. Get it from a friend, his partner. Oh, he's gifted. Yeah. Okay. Yeah. And you? I'm affiliate. Okay. With what are you streaming? With the Twitch app, yeah. Okay. It works. Very nice. Ah, it's out. I try it, but I use... in my streams, type stream and other things, and not Streamlabs. Okay. So I use the Twitch app, and it works nice. Totally fine. Yeah. Nice. Okay, I'm up to Streamlabs. Yeah, makes sense. Now I will give you a follow. I think you're a German streamer. Yes. Okay. I will give you a follow because you're nice. Yeah. You too. I will watch later this evening the channel. So I wish guys, you have fun. It's ANKLP. You can also. Yes, thank you. Have fun. So. Oh mein Gott, Ang spricht Englisch. Ang würde auf Freund zu explodieren zu bringen. Entschuldigung. Wie groß ist Lizzie denn? Ich bin 2,30 Meter groß. Ja, also. Das ist normal groß und das ist Lizzie. Wir sind nicht normal groß. Ich bin auch schon gar nicht normal. Wir stehen hier alle auf Kissen. Genau, wir alle auf Hoverboards, außer Lizzie. Die anderen müssen das kompensieren, die wollen nur größer sein als ich. Und deswegen sind die einfach. Die haben einfach so Stellen. Bloody, hallo. Wir haben halt heute unsere Mundschuhe und Bloody, wie gefällt's dir? Und jetzt Feedback und auch Feedback. Bloody hat sein T-Shirt bekommen. Ja. So, wir können ja mal rübergehen in das Gaming-Ding. Da wird's laut. Was? Ich habe mit Frappy schon länger zurückgeriesen, aber immer kommt hier die Frage. Ich weiß nicht, ich habe keine Uhr. Chat, wie spät ist es? Das ist jetzt das Service-Ding, ne?
kannst du ja gleich rübergehen und ich komme dann nach oder ich komme zu einem anderen. So, jetzt wird's dunkel und laut. Ich lese mal Chick nebenbei. Was? 15555. 15555. Ja, die sind beide dazwischen. Was? Beide Panelräume sind da vorne. Ja? Ja. Ich kann das nochmal zeigen. Ich war ja. Weißt du noch, wo der weiße Raum war mit dem Kühlschrank? Ja. Genau das geht's in beide Panelräume. Rechts und links. Ah, okay. Genau. Oder du kannst auch hier durchgehen. Ja. Oder außenrum, dann ist es wärmer. Wollen wir nicht jetzt mal Curse Row in der Schlange suchen? Ich mach das jetzt. Genau. So, will noch irgendjemand Panel gucken zufällig gerade? Oder? Worum geht's denn? Swish, und ich bin alleine. So, weiter geht's. Ich bin ja nicht allein. Fast 20 Leute. Guten Abend. So, hier vorne ist PlayStation. Chris, PlayStation Now, Keys, Coast und so Gedöns haben wir gestern ja gedrückt bekommen. Für 7 Tage PlayStation Now testen. Das ist ja jetzt dieses komische Abo-Modell von Sony PlayStation Gedöns. Das Shirt ist super, etwas zu groß, aber von der Länge mega geil. Ich vermute es. Das kann sein, Bloody. Das ist. Ich habe überlegt, ob ich nächstes Mal noch mal ein bisschen mehr investiere in die Shirts. Ich habe nämlich noch mal testweise ein anderes bestellt von der Marke, wo ich auch meinen Pullover her habe. Und die sind eigentlich noch mal geiler, aber halt auch ticks teuer. Ja. Alleitalk, hallo. Wie geht's? Wie steht's? So, was haben wir hier? Ja, Saturn. Hier kannst du Zeug kaufen, weil ist halt Saturn. Haben die echt eine Kasse hier? Oder kannst du dir nur Sachen angucken? Genau, und hier vorne kann man. Ach ja, die ganze Messe ist ab 18. Also hier ist alles frei zugänglich, was alles angeht. Man muss sich hier nirgendwo anstellen, muss sich keine Altersbändchen holen, man kann hier überall zu Doom gehen, zu Fallout, also ist alles kein Problem, man kann überall gucken gehen, sich anschauen. Oh, und ich wollte schon immer so eine Fallout-Maske haben. So eine Waldboy-Maske und endlich kann ich eine nehmen. Sehr cool. Ich wollte schon immer so einen haben. Geil. Ich wollte schon immer haben. Und letztes Jahr, als ich auf der Präsentation war, zu Fallout 76, gab es sie nicht am Pressetag nach der Messe, sondern. Darfst gerne einmal rüberhalten. Ja? Okay, alles klar. So, also ich darf nur einmal rüberhalten mit Doom. Doom Eternal. Zum Anspielen hier ab 18. Gerne reinschauen. Oder vorbeikommen, morgen ist auch noch ein Tag. Tritt den Slayers dabei. Ah, okay, jetzt hat Doom doch eine Schlange. Gestern konnte man sie. Nee, genau, bei Fallout und so konnte sie einfach so hinsetzen und Ding Doom. Genauso wie bei Elder Scrolls Online, nur bei Doom ist halt anstellen angesagt, aber macht ja auch irgendwo Sinn. Ah, Birdie, Hallöchen, auch haben wir. Auch Organic. Vielleicht packe ich noch eine rein. Ich finde ihn nämlich super cool. Ich wollte die halt zur Präsentation da vor einem Jahr schon haben und es ist super, dass es die immer noch gibt. So, hier ist das Cyberpunk-Kino. Hier ist jetzt nur noch die letzte Vorstellung. Morgen geht es hier nochmal irgendwie weiter. Und dann müssen wir halt morgens um 10 direkt hier durchlaufen, um da reinzukommen. Denn ich würde das doch ganz gerne sehen und vor allen Dingen will ich da gratis Merch haben. Ich bin 13, will aber dahin. Was mache ich? Gar nicht, kannst du nicht. Messe ist ab 18 und wird auch nicht mit Dingschein von Eltern. Geht das auch nicht. Du musst halt 18 sein, um hier reinzukommen. Oh, ich misst die verkaufte Sachen. Und die GameTube-Ecke hier habe ich ja gar nicht gesehen. Mit Smash Bros. Oh, seht ihr gar nicht. Okay. Kamera sagt nein, dann lassen wir es jetzt. Ich muss dann gleich mal. Hier ist die Final Fantasy 7 Schlange. Du kannst leider wirklich Final Fantasy 7 anspielen. Das ist halt ziemlich cool. Super, naja. Aber ich ja, Dauerzustand dafür bin ich jetzt.
CPU-Erleitung, was für eine Tastatur hast du bekommen? Älter werden. Okay, dankeschön. Bis in die spielen. Viel Spaß. Ich muss dann gleich mal meinen Dings packen. Irgendwo steht hier Cosmo. Irgendwo steht hier Cosmo in der Schlange, hat er gesagt. Ich weiß noch nicht, wie er aussieht. Also er wird mich wahrscheinlich sehen, aber ich ihn nicht. Also er winkt gerade wild los, aber das wird er nicht tun. Vermutlich. Ja, Final Fantasy 7 halt kann man anspielen, aber ist jetzt nicht so meins. Guck mal, ein bisschen Beat'em-up-Action in Retro. Kosovo! Ruf einfach Kosovo! Ruf einfach Kosovo! Auch richtig fancy ist diese Art von Mario. Oder was auch immer es ist. Ach, guck mal, wenn man es hier über den Bildschirm sieht, ist es viel einfacher, als wenn man es in die Augen sieht. Das ist voll gut. Oh, ein Nintendo 64-Karton. Voll gut. Oh mein Gott. Diddy Kong Racing für Nintendo 64, super. Ah. Das ist zwar recht schwer, aber dafür 7 Farben LED, wasserdicht, ja. Das ist natürlich cool. Ich bin ein Fan von den Logitech-Tastaturen, weil die Qualität auch einfach gut ist. Bisschen professionelles Real-Life-Streaming-Setup mit Rucksack und Kamera und so ein Gedöns. Und der Handy-Chat-Halterung fürs Handgelenk. Kannst du fancy VR spielen? Irgendwie, irgendwas? Gamingplätze. Devil May Cry 5. Warum? Ich gehe an sich auch, aber die haben preislich noch nichts drin. Ja, okay. Oh, der Nightbot funktioniert auch so. Okay, cool. So ein bisschen Spielgedöns. Resident Evil 2 kann man die auch noch anspielen. Da vorne steht übrigens Zeppelin, falls man irgendwie los muss. Kennt man ja. Schön diese Stühle, die einfach so stehen. Und, das muss ich auch nochmal zeigen, das ist ziemlich cool. Die Lego-Sachen. Diese Lego-Sachen. Sachen von der Bubble Meter aus Final Fantasy X. Oh, so weiß sie, oder? Noch ein paar Kreaturen. Die sind dann von der Qualität her ziemlich geil. Das ist alles so Freebuild. So einfach gemacht. Und ich werde gleich einfach mal die Masken wegpacken in den Rucksack, damit ich wieder eine Hand frei habe. Schwierig mit einer Hand. Alle haben mich verlassen.
niemand hilft mir. Oh, hoffentlich mache ich die da drin nicht kaputt jetzt mit dem anderen Ding. Moment. Komm, geh auf, geh auf. Und drin ist es. Oh, oh, guck mal, jetzt habe ich umgeschwenkt auf dem Fußboden, weil ich mal wieder gerade. Dann seht ihr wenigstens Füße oder Beine oder irgendwas. Ich sehe den Channel gerade auch nicht. Oh, schwere Geburt. Ich an sich auch, aber die war preislich. Achso, das hatte ich schon. Meine sind überbewertet, ja. Man kann auch einfach fliegen. Macht doch viel mehr Sinn. Ich glaube, wir so ein PlayStation-Schlüsselband haben. So ein Dingski habe ich ja schon. Was haben wir hier eigentlich? Jelly Break. So. Kaki, Hallöchen, wie geht's dir? Kaki the First. Sieht nach Jelly-mäßigem Geballer aus. Das ist schön, Kaki. Hattest du ein schönes Wochenende bisher? Ah, PlayStation Now muss man sich auch mal anschauen. So, wieder da. Sven, oder? Sven, ich weiß, wo es Masken gibt von Fallout. Ist erst das Spielzeug gekauft. So, jetzt mal PlayStation Now, das müsste die Galerie sein, was es so inzwischen alles gibt. Batman. Oh. Oh, guck mal, Gothic 4 Arcadia. Das hat er nicht gesagt, er kriegt wieder richtig Hass. Auch Darkness 1, Darkness 2 und so, also teilweise Index-Geld. Vom Fallout, nicht Crawlout. Die Vaultboy-Masken. Es gibt ein Ben 10-Spiel. Okay. Bioshock Infinite. Bomberman Ultra. Und Borderlands ist auch mit drin, das ist ziemlich cool. Also, wir müssen einfach alles in 7 Tagen durchspielen. Bubsy gibt's auch. Caswin war nicht so meins, hat die auch gespielt. Darksiders 2, guck mal da. Oh, das ist natürlich Darksiders. Boah. Dann könnte man eigentlich Darksiders 1 weiter spielen und dann. Das sieht auf jeden Fall sehr viel interessant aus, was da so alles zur Verfügung steht. Oh, Duke Nukem Forever. Auch ein Must-Play-Titel nicht. Fear, Fury. Oh, Borderlands Game of the Year Edition. Farming Simulator ist auch bei. Fred Princess Adventure ist auch schön. Tic-Tacs mit Cola, ui, okay. Kratos und Boar, ja. Sie sehen groß und ganz eigentlich sehr, sehr interessant aus. Also ist hier wirklich so, vor allem wenn man so Retro-Sachen nochmal spielen will, vor allem sind ja auch die ganzen PlayStation 1 oder viele PlayStation 1 und 2 Titel mit drin. Das ist ziemlich cool. Sind wir eher. Das kann man sich auf jeden Fall mal antun. Oh, ein Brad ist dabei. Hunter Trophy. So. Schlüsselband und Key habe ich. Du schießt einen Pfeil und dann hast du wie eine Cam auf dem Pfeil mit dem Controller ins Ziel. So. Gehen wir mal weiter. So, jetzt gehen wir zum Bus-Simulator. Oh, Alight, hier ist der Bus-Simulator. Chris Tail. Das sieht eigentlich vom Grafik her wieder ziemlich cool aus, sitzt aber deswegen keiner da. Twine 4. Ich habe sie immer, glaube ich, immer nochmal angespielt.
Er hat es gesagt, er hat es gewagt, er hat es getan. Tötet ihn. Gut. Rum-Rum-Spiel Shenmue 2. Also Shenmue ist hier Werbung quasi aktuell überall. Egal was man tut. Man hat überall Shenmue-Werbung. Kann man sich irgendwie auch nicht so richtig gegen wehren. So, was haben wir hier? Ah, den Construction Simulator und den Train Simworld. Also, kannst du wunderbar Zugfahren lernen. Landwirtschaftssimulator 19 Premium Edition. Was ich auf jeden Fall nochmal empfehlen kann, ist, glaube ich, Black Set für Point-and-Click-Adventure-Fans, Gedöns etc. Ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Geht ein bisschen Noir-Kriminalgeschichten zu empfehlen. So, was haben wir noch? Man of Medan kennen wir. Cat Quest 2 kennt ihr. Menschen mit Schultern und Rücken. Super Foxy Player Gedöns. Man of Medan. Zombie Army Dead War 4. Also ab 18 Spiele kannst du einfach sehen. Das ist auch eins der wenigen Spiele, neben Final Fantasy und Doom, wo eine Schlange existiert hier. Nintendo ist gar nicht hier. Irgendwie. Stimmt. Das wird mir jetzt erst bewusst, wenn ich so drüber rede, dass Nintendo gar nicht hier ist. Genau, halt Indie-Bereich ist sehr schön. Wenn wir uns morgen nochmal ganz. Ich werde heute auch nicht so lange streamen wegen Datenvolumen und mein Akku, ich habe mein Ladekabel nicht mit. Und meine Powerbank nicht. Ich mache jetzt nur mal so eine kleine Overview-Runde. Wir werden morgen nochmal ganz in Ruhe hier durch diesen Indie-Bereich gehen. Ich will jetzt mal ganz kurz ein bisschen zeigen, was hier so ist. Ad Infinitum. Das sieht auch sehr interessant aus. Das muss ich mir mal merken, beziehungsweise morgen. So ein bisschen. Das sah jetzt horrortechnisch, habe ich es jetzt schon ein bisschen angeguckt. Sehr, sehr interessant aus. So, noch jemand da, der Chat ist so tot. Hallo, Kinder, hört ihr mich noch? Hallo. Ja, und das sieht halt auch echt gut aus. So, lichtschattenmäßig. Sieht man jetzt wahrscheinlich. Miku, Hallöchen. Was haben wir hier noch? Ball, Stronghold. Was Ren gestern angespielt hat und keiner so richtig verstanden hat. Falls mal irgendwie auf. Da kam. Okay, da kam fix eine Antwort. Miku, ja, soll so sein, oder? Vorne kriegt man Pins, das hier vorne ist die Indie Area. Eigentlich ist ja alles die Indie Area. Oh, guck mal, da ist irgendwie ein Poster von einem Spiel, aber kein Spiel. Oh, da wird gemalt und dann, okay. Wie gesagt, morgen wird das hier nochmal in Ruhe angeguckt. Morgen wird wahrscheinlich richtig Hölle los sein auf dem Sonntag. Castle Crashers haben wahrscheinlich auch schon viele von euch gesehen. Pit People, ich, keine Ahnung, ich habe so, sind so Multi-Dinger, sehen eigentlich ganz interessant aus. Wir haben auch schon ein paar Sachen angespielt gestern. Was so Multiplayer, mein letzten. Tod ist zu gnädig, ja, ja. So. Was auch interessant ist, Shady Part of Me. Das Ding hier in der Mitte. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Es sieht super cooler aus und Hitchhiker ist auch irgendwie, ich weiß nicht, könnte lustig sein. Aber Shady Part of Me ist noch ganz frisch und wird dauert noch ungefähr ein Jahr. Aber ist unglaublich interessant, ist ein schönes Puzzlespiel. Wie es aussieht. Gerne mal Trailer angucken. Folgen gucken, auf jeden Fall sehr interessant. So. Faith Honor Barbarossa. Auf der Gamescom schon gesehen. Hier auch wieder vertreten. Ist ziemlich cool. Ich glaube, das könnte echt interessant werden. Aus so einem Mittelalter-Rollenspiel, Singleplayer-Gedöns. Muss mal schauen, wo es hingeht. Oh, die Reihe ist halt ziemlich voll. Ich würde euch ganz gerne noch Dreadlands zeigen, was da hinten ist. Das ist so ein bisschen X-Vermäßig. Versuchen wir mal so rumzulaufen, um da hinzukommen. Kann mal jemand Uptime eingeben, bitte? Da ist hier auch noch ein Point-Click-Adventure. Genau, hier sind so Insektenspiele.
Ecosystem, irgendwie. Dann Empires of the Underground, das ist irgendwie mit Ameisen gelöst. 45 Minuten schon, eieiei. Kaki, danke für die 2 Bits. Dankeschön. We Time, genau, wurde gestern auch schon gespielt. Und Redlands war halt sehr interessant, was hier ein bisschen weiter drin ist. Ist aber im Grafikstil jetzt nicht ruhig, ich habe das gestern schon mal angesehen. Kurz unterhalten, Early Access Beta Keys vergeben die auch. Ist auf jeden Fall sehr cool und ist ein Multiplayer-Spiel beim Koop. Und was auch noch, auf der anderen Seite El Hijo, das haben wir auch für Gamescom auch schon mal gesehen. 3 Viertelstunden, das ist richtig. Und das müssen wir uns auch auf jeden Fall mal angucken. Das ist zu The Darkest of Time, das spielt ja, zu einer ganz blöden Zeit, vor ungefähr, das ist ja schon sehr lange her, zum Zweiten Weltkrieg, Hitler, und da muss man Entscheidungen treffen, um zu überleben, und das müssen wir uns mal genauer angucken. Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Ja. Noch so ein Multiplayer Ball-Shooter. Miko, ich hab's nachgeholt. Also Diablo 4 habe ich gesehen. WoW Shadowlands und Overwatch 2. Habe ich die Präsentation noch nachgeholt und geguckt. Und die Trailer dazu. Auf jeden Fall sehr interessant. Vor allen Dingen Diablo 4, wenn es gut ist. Nicht so wie Teil 3. Das hat mich ein bisschen. Ja, hab's durchgespielt und da war es langweilig. War ein bisschen schade. So, sonst haben wir hier im Indie-Bereich da hinten nichts. Hier ist dann Let's Play for Charity Bühne, die läuft auch die ganze Zeit, wird überspielt. Und Harvest Moon Mad Dash. Das wirkt ein bisschen so Candy Crush mäßig sieht das aus. Gibt es denn da jetzt, ich sehe da verschiedene Landschaftsteile hier, das ich sehe Wald, ich sehe irgendwie so eine Art Müll. Oh, meine Schwede war nur weiß. Ja, das ist ein bisschen Candy Crush mäßig, da stehen so viele Menschen, wir gehen wieder andersrum. Wir gehen einfach hier lang. Last Oasis ist da drüben. Was haben wir hier? Stimmt, hier war noch sowas ähnliches wie Stardew Valley und so mit Döns. Komm schon. Also ich habe es zum Release gespielt und da war es echt nicht toll. Also es war okay, aber also nach dem DLC etc. soll es echt gut gewesen sein, aber vorher das Grundspiel war echt nicht toll. Tilt Pack haben wir gespielt, das sind halt so Plätze, da muss ich von Plattform schieben, also Multiplayer, Lokal-Ding, geht wahrscheinlich auch online. Und Alchemic Cutie ist so ein bisschen, ja, wirkte so ein bisschen Stardew Valley-mäßig, sieht interessant aus, muss man mal beobachten. Haben uns auf jeden Fall gestern auch kurz angesehen, das wurde auch gestern präsentiert, als wir hier waren, auf der Bühne. Jetzt gehen wir nochmal zurück in die andere Halle. So, das, also es ist nochmal ein bisschen muggeliger als auf dem Mac und auch nicht so viel los. Oh, da ist Link, Zelda, Harry Potter, die üblichen Konsorten, die man so gemeinsam trifft. Das ist ziemlich nice. Das so aufleuchtet alles. Impulsmäßig. Jetzt ist wieder Netzmail, wie gut bist denn du? Jetzt hast du alles verpasst. Vor allem, dass mich alle verlassen haben, ich bin jetzt alleine. Hat übrigens von euch jemand eine PlayStation 4 und will PlayStation Now ausprobieren? Guter war auch, was ein Drecksack. Tritt ihn. Nee, nicht treten, macht's nicht besser. Übrigens, ihr kennt ja diese komischen gruseligen Kissen, ne? Und das, da oben ist so ein richtig gruseliges Kissen. Mit dieser blauen. Also. Ich weiß nicht, was das Grüne da in der Mitte unten rum bei ihr ist, aber warum? Also einfach nur, warum? Oh, die Fressstände sind auch leer. Vor allem das Essen ist hier gar nicht so teuer, weil die machen da hinten richtig krasse Burger und die kosten auch halt ganz normal, wie krasse Burger kosten, so 8-9 Euro. Das ist richtig gut. Kann man voll mit leben, so. Da steht aber kein Preis hier vorne dran, das ist natürlich schade.
Ich würde gerne einfach wissen, Interesse halber, was die Pommes kosten. So. Sieht ja schon echt gut aus. Was, Melvig? Ja, alle haben mich verlassen. Ich bin ganz alleine unterwegs. Die sind irgendwo im Panel. Ciders, Pommes. Steakhouse Pommes. 2,50 Euro, 3,50 Euro. Das geht voll. Für die Tüte, die ich gesehen habe, von der Größe her, absolut in Ordnung. Also, Essen ist super easy. Kann man hier machen. Pommes-Ausgabe. Boah, also, die Portion sieht richtig gut aus. Und hier wird halt gezockt. PUBG, Fortnite. Ich würde gerne Apex spielen, um meinen Halloween-Skin zu kriegen. Ich habe verpeilt, dass ich erst am 5. zurückkomme und das Halloween-Event von Apex am 5. endet. Und mir fehlen noch 4 Kills, um den Arcane-Skin zu kriegen, den Halloween-Skin. Keine Süßkartoffelpommes? Süßkartoffelpommes. Nee, Steakhouse-Pommes. Und die Portionen sind voll in Ordnung, das ist richtig gut. Aber wir wollen nachher Burger essen. Habt ihr vielleicht im Discord gesehen. Und man kann halt so Drops, hätte ich halt gerne. Ich hätte vorhin so ein großes Mauspad, hätte ich nicht mal gerne. Mein Mauspad ist, glaube ich, schon 8 Jahre alt. Aber ich glaube, du kriegst es auch nur, wenn du gewinnst. Ist halt ein bisschen, ja. So mit einer random Gedöns hier, online. Ich habe auch noch nicht so viele damit gesehen. Die Frage ist nicht gestellt, ja. Weiter geht es, glaube ich. Mavic, ja. Diablo 4, WoW, Shadowlands und Overwatch 2. Overwatch finde ich natürlich interessant wegen dem Singleplayer-Aspekt. WoW finde ich auch interessant, ich werde es aber nicht spielen. Ich werde es einfach vermeiden. Und dann werde ich Diablo 4. Ja, mal gucken, wie gut Diablo 4 wird. Also ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Ich hoffe, es ist langzeitmotivierender als der dritte Teil. Weil dritten Teil habe ich ja damals einfach nur durchgespielt und dann war so, okay, lame. So. Hier haben wir den Match-Spiele bereit. Ich muss für Diablo 4, glaube ich. Achso, hat da irgendjemand geantwortet wegen PlayStation Now? Dass das jemand testen will von euch? Irgendjemand? PlayStation Now testen? Ich habe gerade einen Key in der Tasche. Ich muss für Diablo 4, glaube ich, meinen PC nochmal aufrüsten. Oh. Melvik hat hier geschrieben. Schicke ich dir das per Dings bei WhatsApp. Sonst würde ich es in die Kamera halten und der erste gewinnt. Ziemlich nicer Merchstand. Ziemlich nicer Kaffeestand. Ziemlich krasser Flamongo. Da oben ist dann so dieser Family. GX Family and Friends Bereich und dann ist das einfach so für Leute, die arbeiten und Pressemenschen und Family and Friends stellt man sich einfach was anderes so davor. Und hier ist der riesen Flamongo. Die Nintendo schwitzt. Achso, ah. Diablo 4 wird's ja nie. Wird Diablo 4 für die Switch geben? Nee, ne? Hier sitzen einfach die Leute im Flamongos. In Flamongos sitzen die Leute. Wer bei dir vergeudet? Guck mal, voll fair. Pretty nice. So, hier gibt es Limonade und Saft. Nochmal der Flamongo im Ganzen. Blick durch die Halle. Mit Einhorn im Vordergrund. Dun, 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 dun. So, und hier geht es dann zu den Panelräumen. Hier sind die beiden Panels, Halle 1, Halle 2. Und da finden dann die Vorträge statt und Panels und bla bla und solche Sachen. Außer die Cyberpunk-Sachen, die sind halt hinten im Cyberpunk-Kino. Ich glaube, da würde ich schon probieren, gerade X. Die schwitzt krepieren bei der Grafik. We'll be right back.
voll der Boombox-Koffer hier. So. Das war jetzt auch also mal der Rundgang über die EGX. Ich werde gleich mal die anderen wieder aufsuchen. Wir gehen nochmal kurz rüber. Richtung Final Fantasy und Doom. Ich laufe nochmal Final Fantasy vorbei. Vielleicht sehen wir Cosmo oder Cosmo uns, weil ich gar keine Ahnung habe, wie Cosmo aussieht. Kann es sein, dass die EGX, die ultra kleinen GCs. Ja, die Mac war auch so klein. Ist halt wirklich so Indie-Treff gedönst und das ist einfach ziemlich cool so. Die großen sind halt wirklich nur, was hier ist, Bethesda und Bethesda. Ja, PlayStation. Sonst hast du halt viel Indie. Ja, wobei, Resident Evil ist ja auch hier ein paar. Ist halt was Gemütlicheres und nicht so eine viel zu überlaufende Grütze wie die Gamescom. Ja, Mac waren auch die Hallen beide ungefähr so groß wie die hier. Ne, sogar ja, ungefähr so groß wie die hier. Und halt auch nicht viel mehr drin, so in beiden Hallen. Da, die eine Halle war halt wie hier, in Gaming, und die andere Halle war halt Merch, Entertainment, Ninotaco-Bühne. Und ja, das ging alles so in die Richtung. Das war halt einfach alles ziemlich klein, gemütlich. Vor allen Dingen gemütlich und nicht so super voll. Ich finde, dass sie die Wildlands verschoben haben für Fallout 76, gehe ich völlig konform mit. Die sollen lieber jetzt nochmal 3 Monate dran arbeiten, damit es geil wird, anstatt da jetzt was Halbfertiges wieder rauszuballern. Das würde sie zerstören. Aber wenn sie das jetzt quasi so releasen und es halbfertig ist und dann die Leute nochmal unzufrieden sind, dann ist es wirklich vorbei. Dann sollen sie lieber nochmal ein bisschen warten und es dann machen, wenn es wirklich fertig ist, releasen. Klar, die Private-Server, was sie jetzt rausgebracht haben, war auch, naja, man hätte sich da einfach mehr gewünscht von den Private-Servern, dass sie einfach mehr Menschen fassen. Weil so 7-Slot-Server ist halt eine Gruppe. Da kannst du halt mit deinen Freunden spielen und keine Community-Events oder irgendwas aufbauen in der Welt. Und das wäre das Interessante bei Fallout 76 gewesen, wenn du da wirklich eine RP-Welt aufbauen kannst, wo du halt mit Freunden und Community irgendwie Fraktionen, Gilden, Gruppen gründen kannst. Habe ich ja schon in den Streams erzählt, wie es einfach geil sein könnte. Ja, Gamescom ist ja auch ein ganz anderes Motto. Gamescom hat ja einfach Celebrate the Games einfach. Da geht es halt um, hier haben wir große Spiele, feiert große Spiele. Macht Party für Spiele, kommt alle, macht Yeah Games. Und hier ist halt so, kommt her, probiert Sachen aus. Hier, Final Fantasy Schlange. Ist, völlig überschaubar auf der Gamescom, hast du einfach 7 Stunden angestanden. Hier stehst du vielleicht 1 Stunde an. So, und das den ganzen Tag über und das ist völlig in Ordnung. Das ist einfach ein ganz anderes Messeerlebnis und Gefühl. Hier hast du nicht das Gefühl, dass du irgendwie einen Tag damit verschwendest, ein Spiel auszuprobieren. Also stehst du halt 1 Stunde an, aber dann hast du es auch ausprobiert. Das ist ja quasi, wenn du wirklich auch in einem großen Freizeitpark bist, wo es im Sommerhof super voll ist, dann stehst du da auch an, 1 Stunde, 1/2 Stunde, 45 Minuten und dann hast du da 3 Minuten Achterbahnfahrt und dann sagst du trotzdem, hat sich gelohnt. So, dann hat einen Kaffee gefunden. Nice. Also hinten sind noch Masken. So, da hinten liegen die Dinger. Die Wallboy-Dinger. Aber ich hol dir mal welche. Wer sind wir? Schweinsmann? Ihr seid 4 Leute, ne? Fallout 76 haben wir gespielt. Wieso habt ihr eigentlich gemacht, dass man oder nicht rein muss, wenn die man muss nicht im Monat zahlen. Das sind Preise. Einmal für die Gruppe. Einmal für die Gruppe Masken. Dafür, dass man nicht teilen muss, wenn man es nicht möchte. Also, ich habe für jeden von euch eine Maske mitgebracht. Ich komme da gleich zurück. Irgendwie. Seid vorne im Panel oder bist du beim Kaffee? Da müsst ihr nicht. Sommerchen, ich habe meinen Namen gehört. Was?
schöner Sommer, ja, der ist nun vorbei. Denn da ist Resident Evil und von überall kommt Zombies herbei. Und Leute, die random im Raum auf Stühlen sitzen. So Leute müssen auch denken, ey, was ist denn der für ein Problem, der streamt und rennt hier mit 5 Masken durch die Gegend. Was ist das für ein Otto? Der klaut uns den ganzen Merch. Gestern habe ich jemanden gesehen, der ist mit so einem... Oh, Endzone, World Apart? Das habe ich auch noch gar nicht gesehen. Versteckt sich in den PUBG-Learning-Zeug, okay. Komm ich da gleich nochmal hin. Oh, das sieht aus nach einem Echtzeitstrategie-Gedöns. Ja, deswegen gucke ich. Ich habe ihm schon nebenbei ein bisschen mit zugehört. Ja. Aber Duplo 4? Ach, Diablo, nicht Duplo. Das müssen wir uns auf jeden Fall mal im Auge behalten. Das kann auf jeden Fall. Und Hunger, mehr wie guten Appetit. Dass du wieder da bist. Das eine und das ist hier, das ist noch bei Anne. Irgendwie. Ja, ja. Also bin ich heute alleine ohne ein Ego-Einhorn unterwegs. Oh, bei Red Bull geht's los. Komm, wir gucken jetzt voll Red Bull Bike Show. Ja, ausrasten. Ich werde mir, wenn dann, Diablo für PC holen. Boah, das stinkt direkt am Motorrad. Und gut, sorry. Hashtag, es ist wie los. Oh, Annika on the ground. Multitasking für dich hier. Die ganze Zeit mit Handy am Start hier, wird fleißig mitgefilmt. Trust me. Oh, weht er sein Hinterrad über Annikas Kopf, pretty close. Oh, das ist nicht so spannend. Guck mal, das ist ja cool wieder. Und den Manuel hier. Ah, Kosmos. Der Cosmo versteckt sich.
Ja, das Red Bull Ding ist jetzt nicht so interessant. Ja. Ich weiß auch nicht. Was das soll so. Aber, naja, was soll's. Eins Gesicht, ja, und Brille. Seltenes Bild, aber war schon. So, wir gehen jetzt mal die Reste, die ich heute ein bisschen viel Datenvolumen verschleudern und Akku. Weil, wie gesagt, hab nicht so viel. Morgen machen wir hier nochmal eine Runde weiter mit dem Stream hoch. Mal gucken. Ja, Montag, Dienstag wird es wahrscheinlich kein Stream geben, weil ich dann noch in Berlin bin. Ich bin sehr leise, es ist sehr laut hier. Also ich rede schon sehr laut. Ist jetzt besser. Von so einem Dude. Der Dude ist jetzt vor mir. Dann geh doch. So. Ja, morgen ist es auch nochmal. Von hier aus Limo. Und sonst Werbung. Also hier in der Halle geht's jetzt. Jetzt kann man sich hier. Jetzt müsst ihr mir auch wieder besser hören, wenn ich so rede. Muss ich gleich nochmal die Dings wegbringen. Heute bin ich solo, ja, ich bin trotzdem viele. In meinem Kopf. Also Henner hat gesagt, er versteckt sich in ein paar Pre-Learning. Ich seh seinen Kopf. Ja. Aber ihr seht ihn nicht, weil ich ihn sehe. So, hey! Oh. Habt ihr das irgendwo schon gesehen? Ihr habt übrigens Sachen. Viele Sachen. Ist ja echt eine ruhige Ecke hier. So, und ich werde mich auch so langsam verabschieden. Ich habe ein paar Stück mitgebracht. Jetzt kannst du unerkannt hier rumlaufen. Hier ist ein Streamingplatz, okay. So. Ah, live, so soll es ja auch sein. Oh. Im Mittag haben wir einen schönen Hintergrund. So. Dann sage ich jetzt mal danke fürs Zusehen und ich verabschiede mich dann erstmal hier aus dem Stream. Vielen herzlichen Dank, dass so viele Leute mit dabei gewesen sind. Hi! Passo! Richtig! Und? Final Fantasy gespielt? War gut? Weißt du noch nicht. War nicht schlecht. Okay. Ich sag kurz Tschüss und dann sehen wir uns dann morgen wieder und so weiter. Ich habe ja eben schon alles gesagt. Ich sage Dankeschön, dass Sie dabei waren und kommt rein. Bye bye. Ja, das ist schon online.